So, ruckzuck, zack, boom, baum, geht das wieder und dann sind wir schon wieder bei Plötempel. Und wie ich schon dachte, das sind die drei Etagen, ne? Erste, zweite, dritte, ne? Die Treppen, die könnt ihr ja selber bauen. Muss ich selber jetzt gleich mal gucken, wo wir am besten hier das gemacht haben. Die braucht ihr nur einfach übernehmen. Das heißt hier, ja gut, da sind ja die Dings, wie heißt das, die Pfeiler. Aber müssen wir hier keine Pfeiler machen. Ich muss mal gucken, wie die Treppen da hinten sind. Die muss ich ja mal... Wir gehen mal dahin. Wir begeben uns zu den Treppen. Achso, da habe ich das so ausgebaut. Muss ja dann auch hier einfach so... Einfach irgendwo knallt das dagegen. Ach, da haben wir es auf dem Dings gehabt. Da hat es auf dem Glas geknallt und dann fertig. So, das heißt, die Dreier Stufen. Da ist die Mitte. Und dann nochmal eins. Zwei. Und dann geht das so. Also könnt ihr selber machen. Das muss ich mit euch jetzt nicht durchkauen. Das wisst ihr selber. So, also. Wo sind wir angekommen? So, da, wo, was wollte ich euch erzählen noch? Hier oben muss ich noch wieder abjodeln. Das ist auch wieder alles Mist gewesen. So, das heißt jetzt, passt auf. Wir haben jetzt hier die Etage. So, hier passt das mit dem Holz. Das lasse ich auch. Da mache ich einen Teppich drüber. Auf jeden Fall für diejenigen, die das nicht gebaut haben, ist das dann so, dass es hier müsste jetzt... Genau. So. Hier müssen wir dann einfach nur jetzt den Boden machen. Gut, den Boden mache ich jetzt hier mit Holz, weil der Holz war ja auch schon vorhin da drin. Dann muss ich das gleich nicht anders bauen. Oder ich muss das auch in Weiß machen, ne? Oder warum wollt ihr mal alles ausgebaut haben? Kann das sein, ne? Wollt ihr mich ärgern oder was? So, auf jeden Fall, ja, das muss ich auch in Weiß ausmachen. Sonst, da muss ich ja sowieso dann einen Teppich drüber machen. Oh, scheiße, ist das doch. Auf jeden Fall, das ist die erste. Ihr seht ja jeweils immer, macht ihr den... Die Etage dahin, ne? Ach ja, das ist der Reading Writing Room und da haben wir ja schon rumgepuppelt. So, dann gehen wir ein tiefer. Das bis da hinten hin geht das dann, ne? Ihr müsst dann den ganzen Raum bis da hinten hin knallen. Das heißt, hier sind wir bei der anderen Etage und dann geht der Raum dann auch bis hier hinten hin. Habe ich dann Geschwindigkeitsdrang genommen? So. So, dann sind wir hier. Das haben wir ja schon vorhin gebaut. Dann sind wir hier angekommen. Und dann ist das hier bis der Boden, na genau, bis zum Flur. Oh, das muss ich auch noch ausbauen, Weiß. Boah, ich mach mich fertig. So, das heißt hier haben wir jetzt, den Boden gemacht. Und der geht jetzt bis hier hinten hin. Der Boden geht jetzt bis hier hinten hin, wo Holz ist. Ich muss es auch wieder ausbauen. So, der geht dann bis hier hinten hin. Da ist ja das Deck. Und dann geht der Boden bis dahin. Übernehmen wir das so. Und dann haben wir den ersten Raum. Das heißt, hier, der geht... Das kommt alles weg. Und dann haben wir... Naja, das muss ja sowieso einen Tacken tiefer sein. Ja, damit wir hier, wie ich schon sagte, dann ist dann sonst immer zu hoch. Das ist dann ein Peng. Ne? So, dann baut er das aus. Das heißt jetzt hier, die Seite bis da hinten hin. Dann kommt die nächste Seite. Das heißt hier, immer da, wo die Tür ist, komplett hinbauen bis hinten hin. Das müsste eigentlich alles so weit passen, dass man die Luken auch noch sieht, ne? Also die dürfen nicht zugebaut werden. So, seht ihr ja, die Luke sieht man hier, die Luke sieht man, die sieht man. Da sieht man die Luken. Und da sind schon die Fenster. So, hier ist Peng. Achso, ja genau. Wenn ihr das jetzt hier ausgebaut habt, weiß nicht, welche Etage das jetzt ist, da wo die Fenster sind, dann ist ja hier, baue ich jetzt kurz mit, und baut ihr bis dahin. Das kam weg. Und dann haben wir ja hier natürlich den... Sieht das dann so aus. Und da macht er natürlich wieder halbe die Sachen. Das heißt, hier kann man ja durchgucken. Da geht es ja nach oben. So. Das wollen wir ja nicht aufmachen. Da muss ja Holz sein. Das heißt, jetzt hier machen wir wieder Holz hin.
Und dann machen wir da, wo der Gang ist, da machen wir dann einfach einen Versatz rein vom Weiß. So, dann ist da so ein Versatz, da wird ja noch ein Flur. So. Jetzt muss ich wieder Nuckelzaubertrank nehmen. Das Prinzip habt ihr verstanden, dass ihr jetzt immer die ganzen Ebenen jetzt bis da hinten hin durchzieht. Ne? Das bis da hinten hin und das andere, ja, das ist ja. Dies geht bis dahin, das geht bis dahin und dann der geht auch noch bis dahin, wo das Deck ist, bis hierhin. Und der Rest, die sind ja noch länger. Die gehen ja dann, die gehen ja komplett in eins durch, von da bis komplett da hinten hin. Bis, Alter, boah, manchmal fertig. So, dann, das geht ja bis hier hinten hin. Boah, Moment. Hab ja alles noch nicht ausgebaut. Ja, was willst du machen, ne? So, dann geht das bis hier hinten hin. Die Wände muss ich auch noch. Boah. Ey, da habe ich auch richtig was zu tun. Da gebe ich Mr. Spock, der soll das machen, ey. So, dann geht ihr damit komplett bis hier hinten hin. Warte, müssen wir auf dem Foto auch mal gucken, damit ich jetzt euch nichts Falsches erzähle. Das muss ja alles mal erstmal durchkommen mit euch. Damit wir hier auch jetzt nichts durcheinander bringen. So. Oh Mann, ey, das Foto, ey, das ist. Warum ist das bei mir in meinem Laptop immer so, dass es das auch mal schwarz wird? So. Gleich, wir haben es jetzt gleich so, ne? Schön. Da muss ich noch alles ausbauen. Da habe ich einfach nur. Habe ich ja keine. Hier unten rum gemacht. Das heißt, hier unten müsste, ganz unten müsste natürlich hier wie heißt das, die Turbine und so sowas sein. Das heißt, wo das Öl ist und so. Aber das haben wir ja nicht. Für diejenigen, die das Ding auf dem Wasser gebaut haben, die ist es ja interessanter. So, das heißt, jetzt warte mal, jetzt muss ich gucken. Oh, das sieht ja bis hinten hin, ey. Was ist los mit den Leuten da? So, ja, dann machen wir hier. Was ist bis oben hin? Was ist denn da los, ey? Was haben die denn alles ausgebaut? Jeden Winkelpopel da, oh, hast du nicht gesehen? Okay, wir haben das jetzt hier gebaut. Da macht ihr das dann so, dass wir dann hier ja so einen Cut haben. Das heißt, hier müsste. Hier ist ja das Deck. Das müsste ja separat sein. Dass man dann hier noch so durchgucken kann. Das ist ja dann hier so Peng. Das ist ein komischer Raum. Das ist Triple Class Smoke Room. Okay. Da können Sie noch einen durchsmoken. So, das macht er hier komplett zu. So, dann sind wir hier angekommen. Das muss ich wegmachen. Das war zu. Nee, das muss ich nicht wegmachen. Oh Mann, ey. Also da, wo Holz ist, wo ihr dann durch das Deck gucken könnt, was natürlich dann macht ihr die halben Dinger hin. Dass das alles so aussieht. So, und das hier, wie ich schon sagte, dann machen wir hier bis dahin Ende im Gelände. Das heißt hier, da ist das letzte Fensterchen oder so. Dann zieht das bis oben hin. Und dann ist da Ende. Aus die Maus, Mickey Maus. So. Das auch. Dann wird es ein separater oben hier. Das könnt ihr so lassen. Das ist ja Peng. Das ist der Smoking Room. Den können wir komplett ausbauen hier oben und dann ab da unten der Raum, der hier so ist. Wo ist denn alles hier durcheinander, ey, oder was? So, das ist der Raum. Das ist der Raum. Boah, da muss ich ja wieder versetzt machen. Ach nee, da habe ich, ach, da hab ich mich vertan. Ich dachte schon, warum ist das denn so auf einmal so tief? Ich muss ja von da ausgehen. Das heißt von da aus und dann wäre der natürlich tiefer. Dann wäre ich hier angekommen. Warum habe ich denn den hier übernommen? Was ist denn da los? So, das war jetzt wieder von mir falsch, weil ihr müsst ja von da aus gehen. Da ist die Tür und dann geht das hier hinten durch bis da hinten hin. Ne? Also ihr müsst einfach nur die Etagen von dem Flur übernehmen, den wir gebaut haben. Ne? Etage für Etage bis hinten hin ausbauen. So, das haben wir. Das auf der anderen Seite natürlich das gleiche auch. Hier habe ich natürlich auch wieder jeden, allen Pipapo gebaut. Das muss ich auch ausnudeln. Und hier ist das beim, hier geht das zum Captain. Ich dachte, die dritte Klasse Dinger sind dann, sind hier unten, aber
Ich wollte einfach nur so, wenn ich ehrlich bin, ich wollte es einfach so dritte Klasse Dinger einfach so bauen, so pennermäßig. Aber das wird es jetzt wieder nicht. Das muss ich jetzt ausbauen, wie ihr wollt, ne? Oder was? So, das ist das gleiche hier auch, die Etage. Ihr müsst euch eigentlich einfach nur dran halten, was wir jetzt hier gebaut haben. Das heißt, das kommt weg. Das passt nicht. Oh, schwarze Wolle brauche ich jetzt wieder. So. Das ist einfach nur ein Video, wo ihr ungefähr nochmal so als Gedankenstütze, wo ihr genau wisst, aha, so, das machen wir so, müssen wir so, müssen wir so. Das heißt, jetzt hier, dann durchziehen. Die Etage bis hinten hin, bis das nicht mehr geht. Da, wo man sagt, okay, alles klar. Dann haben wir die Dinger alle ausgebaut, ne? So. Und hier, wo ich schon dachte, hier ist schwarz, da machen wir einen weißen Dings hin. Das ist ein alter Versatz. Das ist auch Peng. Obwohl, das brauchen wir gar nicht. Warum ich das im Weiß mache, kapiere ich gar nicht. Da kommt doch so ein Holzvertäfelung hin. Dann kann ich das auch so machen. Da kommt doch die Holzvertäfelung hin. Puh. Hab ich da hinten ja auch gar nicht gemacht. Da kommt ja so eine Holzvertäfelung hin. Das sind ja die Flure. So. Dann baut das erstmal schön weiter. So, das habt ihr jetzt soweit verstanden, dass wir jetzt hier die Etage. Also ihr richtet euch einfach nur nach dem Flur. Dann die Höhe komplett übernehmen bis am Ende der Welt da. Und auf der anderen Seite ist es genauso. Da müsst ihr nur einfach darauf achten, dass wir hier drei Etagen runtergehen mit dem Flur. Den hier mit dem Holzflur, drei Etagen. Und dann aber hier die Höhe übernehmen. Und dann geht das immer so weiter. Zack und Schluck und Schlag und Schluck. Ne? Und jeweils, wenn, wie ich schon sagte, das kann ich auch alles ausbauen. Ich will nicht mehr. So, und dann, wie ich schon sagte, wenn ihr dann hier so an der Stelle da seid, wo man rausgucken kann, dann müsst ihr einfach nur hier wieder zumachen. Und dann machen wir hier bis dahin die Stufen. Ne, nicht so, sondern da oben an der Decke. Das sind meistens immer die Dreierreihen, ne? Und dann geht das schon wieder. So, dann ist dann hier wieder. Geht das dann so lang. So, und dann immer so weiter. Ihr habt das ja soweit verstanden. Ich muss das erstmal alles wegjodeln, was ich hier zu viel gebaut habe. Ey, Mann. Okay, das war jetzt ein kleines Video. Das war jetzt einfach nur noch eine kleine Einführung, damit ihr wisst, was wir bauen müssen. Was ihr bauen müsst. Das war jetzt nicht so lang. Nur eine Kleinigkeit. Ich will euch jetzt nicht zutexten die ganze Zeit, damit ich das Video einigermaßen in die Länge ziehe. Das ist jetzt einfach nur, damit ihr wisst, wo müsst ihr jetzt hin. Drei Etagen hier. Und dann alles komplett. Ausschlaggebend sind immer die Türen und die Etage, dass ihr das bis dahin hin durchzieht. Ne? So. Und das ist ja sowieso Peng. Da habe ich ja erst gesagt, ja, da machen wir weiße Wolle, damit man das Schwarze nicht sieht. Aber da kommt ja, könnt ihr komplett, wenn ihr die Seite da habt, da könnt ihr, das nehmen wir als Flur. Und dann geht das immer so weiter. Das ist genau so, ja. Warte mal, mal gucken. Ich muss einmal durchgucken. Das ist der Dings, da geht den Raum, da geht der Saloon. Nee, warte mal. Das machen wir jetzt erstmal nicht. Ihr baut das einmal erstmal so. Einfach nur die Dinger, wer ist das? Einfach nur die Räume in die Länge, fertig. Und hier, das Holz macht ihr noch nicht, weil da sind gewisse Räume, die hören dann, wo es auch weiß ist und so. Das sind die First Class Rooms und so. Das müsst ihr noch nicht bauen. Also nur einfach nur die Etagen, wie wir es jetzt durchgekaut haben. Hier übernehmen, komplett bis hinten durchbauen, dass wir hier überall jetzt eine Fläche haben, so. Ne? Und dann geht es weiter und dann können wir die Räumchen bauen und dann ist Ending-Gelände und dann, das war's dann, ne? Die Dings mache ich nicht. Wer ist das da, wo die Ölkanister sind, wo der Motor ist? Das kann ich nicht, weil bei mir ist die Welt nur bis hier und ich habe es nicht bis unten hingebaut. Weil der Motor sitzt genau da, wo wir normalerweise die Titanic so gehen würde, ne? Damit wir nur kurz erklären, ne? So in Kleinformat, aber das geht dann so hoch und hier so hoch und da sitzt der Motor drin und so
Und das war jetzt hier, wo rot ist, was natürlich tiefer geht, aber da geht es nicht mehr tiefer. Also, tack, Arsch ist ab. Und das bauen wir nicht. Ne? Da habt ihr Pech gehabt. Wichtig ist nur, dass wir hier oben ein bisschen jetzt hier die Räume haben und dann ist fertig. Mehr gibt es nicht. Wir wollen es ja nicht übertreiben. So, das war es jetzt von mir. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen. Habt am Wochenende was zu tun und dann ich auch. Und wir sehen uns dann wieder, wenn wir anfangen, die Räume zu bauen.